Eines scheint schon ziemlich sicher, der von Pfizer-BioNTech entwickelte Impfstoff ist der erfolgreichste in der Geschichte aller Impfstoffe, zumindest was seine mentale Wirkung betrifft, denn die Aktienmärkte, die wischen alles beiseite, die sich eintrübenden Perspektiven aufgrund der steigenden Corona-Zahlen. Man sagt sich, naja gut, nicht schön, aber ist ja irgendwann vorbei, weil wir den Impfstoff haben, und vor allem auch die nachlassenden Stimulus-Hoffnungen, um es mal vorsichtig zu formulieren, in den USA, die ja eigentlich fest schon eingepreist waren. Auch das macht nichts, solange eben diese Impfstoffhoffnung lebt. Und wir werden sehen, ob die Peer Reviews, die wissenschaftlichen Gutachten, die dann sozusagen erstellt werden von anderen Wissenschaftlern, die also nicht von Pfizer oder BioNTech stammen, ob die dann zu ähnlichen hoffnungsvollen Ergebnissen kommen, ob es dann zu einer Zulassung, naja, vielleicht im Januar kommt oder eben doch nicht und vielleicht diese ganzen Impfstoffhoffnungen ein bisschen verfrüht waren. Wir erinnern uns an ähnliche Euphorie bei Remdesivir, war eigentlich nicht als Impfstoff gedacht, aber sollte das Problem auch erledigen, es ist dann anders gekommen, wie wir wissen. Schauen wir uns diese Euphorie mal an um den Impfstoff. Hier sehen wir befragte Superforecaster, also Leute, die sozusagen Prognosen machen, Analysten, die versuchen, die Zukunft vorherzusagen. Und hier sehen wir dieses dunkle Feld unten. Da ist die Erwartung, dass der Impfstoff im ersten Quartal 2021 kommt, und zwar für mindestens 25 Millionen Amerikaner. Die ist jetzt massiv gestiegen, während die Prognosen, dass das später passieren wird, deutlich nach unten gegangen sind. Also man geht davon aus, die Sache ist geritzt, die ist praktisch sicher. Das ist sozusagen das Remdesivir-Syndrom, das sich hier in gewisser Weise wiederholt. Und das macht sich in Marktbewegungen durchaus bemerkbar, respektive in Perspektiven der Investoren auf die Märkte. Hier zum Beispiel über 300 Befragte von großen institutionellen Investoren, und die wurden gefragt, naja, wie ist die nächste Bewegung der Aktienmärkte, 10% nach oben oder 10% nach unten? Und dann sagen über 60%, weit über 60%, ja, 10% nach oben. Und ich hatte gestern auch schon die Stimmungsdaten der Privatinvestoren aus den USA gezeigt, so stark gestiegen wie noch nie praktisch in einer Woche oder seit Jahrzehnten nicht. Auch in Deutschland ist die Stimmung sehr, sehr euphorisch bei den Institutionellen wie auch bei den Privatanlegern. Also die Sache ist schon geritzt, die ist schon entschieden aus Sicht dieser Investoren. Aber hier in der unteren Grafik sehen wir, Sell the vaccine, verkauft den Impfstoff. Das sagt die Bank of America mit dem großartigen Hartnett, der immer diese Umfragen kommentiert, der Bank of America bei ganz, ganz großen Investoren. Und Hartnett sagt, naja, es wird nicht besser, jetzt haben wir den Peak gesehen, viel mehr kann er nicht kommen. Das sehen aber die meisten Investoren offenkundig anders, denn wir hatten jetzt in der letzten Woche, also in der Woche, als die US-Wahl stattfand, die größten Zuflüsse in Aktien praktisch seit ever. Wir haben von diesen 44,5 Milliarden, die da in dieser Woche in Equities geflossen sind, alleine 32,5 in US-Equities. Also man hat sich gesagt, schon kurz vor der Impfstoff-Euphorie, ja, okay, jetzt ist diese Wahl vorbei, das ist gut, jetzt haben wir diese Unsicherheit weg. Noch ist sie nicht komplett weg, aber es zeichnet sich doch immer mehr ab, dazu gleich mehr. Und wir haben dann wieder mal heute das Phänomen, dass wir mit einem Aufwärtsgap eröffnet haben. Das ist jetzt das sechste Aufwärtsgap, das wir in kurzer Zeit seit Anfang November gerissen haben, und das sechste signifikante Aufwärtsgap. Das fünfte Gap, das hatten wir neulich geschlossen wieder, jetzt haben wir wieder ein Gäppchen aufgemacht. Und da ist vielleicht interessant zu sehen, dass diese Gaps fast immer im europäischen Handel kommen. Also Europa ist derzeit geradezu euphorisch. Und das kann man sehen daran, dass der Stoxx 600, eigentlich der maßgebliche europäische Index, wenn man so will, jetzt dabei ist, seinen zweitbesten Monat seit dem Jahr 1990 zu absolvieren. Liegt auch daran, dass da eben viele Banken drin sind, viele Value-Werte drin sind, die dementsprechend gegenüber dem S&P 500, wie wir sehen, seit Jahren eigentlich schlecht gelaufen sind. Da hatten wir eine Unterperformance von über minus 40% gegenüber dem S&P 500, und jetzt mit dieser Impfstoffhoffnung sagt man sich, ja, jetzt wird wieder alles gut, jetzt werden die Value-Aktien, die so schlecht gelaufen sind, werden wieder steigen, und wir sehen, dass der Stoxx 600 jetzt in Relation zum S&P 500 zumindest die Abwärtstrendlinie hier in der unteren Grafik zunächst mal überwunden hat. Also, es ist Europa, das für diese Gaps nach oben sorgt, die Asiaten.
die sind da viel weniger euphorisch. Die haben auch weniger das Corona-Problem. Aber dennoch, es ist sozusagen Europa, das jetzt die amerikanischen Märkte nach oben hieft. Dann im amerikanischen Handel passiert typischerweise nicht viel. Wir haben ja jetzt seit Jahresbeginn sind die Overnight Futures eigentlich für fast die gesamten Gewinne der amerikanischen Aktienmärkte verantwortlich. Denn es ist praktisch immer After Hours, also praktisch Nachschließung der Kassamärkte, dass dann die Futures steigen und dann praktisch die Kassa am nächsten Tag an der Wall Street gleich mit einem Aufwärtsgap eröffnet. Das unter dünnster Liquidität und wer Böses dabei denkt, ist sicherlich ein Schelm. Und wir haben jetzt praktisch diesen Kampf eben Impfstoffhoffnung gegen die Corona-Realität, wie man sie vielleicht bezeichnen könnte. Wir sehen hier High-Frequency-Daten aus den verschiedensten Ländern und in allen, mit Ausnahme von Schweden, deuten diese Daten jetzt deutlich nach unten, sind teilweise doch ziemlich stark im Abflug nach unten. Wir sehen hier ganz oben ist Schweden, da ist es so einigermaßen Richtung 100% von vor der Corona-Krise. Bei den anderen deutet es jetzt stark nach unten. Klar, da ist in Europa auch viel Lockdown der Fall. Aber in den USA ist eben eigentlich überhaupt kein Lockdown bisher der Fall. Die Restriktionen sind da sehr, sehr lax. Und wir sehen, dass eben aber auch in den USA so langsam die Stimmung am Kippen ist. Wir sehen hier zum Beispiel die Kreditkartendaten von JP Morgan, also der eigentlich wichtigsten Bank in den USA. Auch hier sehen wir eine doch sich klar abzeichnende Schwäche. Und wir haben jetzt zum Beispiel die Situation, dass in den USA mehr und mehr Schulen geschlossen werden. Detroit hat seine Schulen geschlossen. Jetzt dürfte New York bald folgen. Wenn man nämlich jetzt eine Positiv-Testquote von 3% erreicht, wir sind jetzt aktuell bei 2,83%, vorgestern waren wir noch bei 2,68%, also der Trend zeigt klar in eine Richtung. Wir haben die höchsten gemeldeten Corona-Fälle seit Beginn der Corona-Krise, auch in den USA mit über 150.000. Wir sehen, dass die Hospitalisierungen zunehmen. In Italien ist man jetzt schon, was die Intensivbetten betrifft, bald an der Grenze. Jedenfalls ist eben die Realität die, dass die Sache jetzt erstmal schwieriger wird, wahrscheinlich eben dann den ganzen Winter. Wenn wir jetzt nochmal zu den Märkten kommen, dann sehen wir, dass in diesem Jahr, in diesem verrückten Corona-Jahr, ein seltsames Phänomen der Fall war. Diese Robin Hooder, die haben es geschafft, die Profi-Investoren deutlich auszuperformen. Wir sehen hier den Vergleich mal zwischen Retail-Investoren, also diese Robin Hooder, die eigentlich nicht viel Markterfahrung haben, die vielleicht teilweise neu angefangen haben mit dem Börsenhandel. Und seit der Corona-Crash-Situation, als dann die Märkte stiegen, sind die All-In gegangen und damit deutlich besser gefahren als etwa die Hedgefonds, die ein richtiges Problem haben, denn die haben ja ziemlich hohe Gebühren. Wie will man das rechtfertigen, wenn man deutlich schlechter abschneidet als Hinz und Kunz auf Deutsch gesagt? Das ist schwer zu begründen. In der Summe, und jetzt kommen wir nochmal zu diesem politischen Geschehen in den USA, in der Summe zeichnet sich jetzt immer deutlicher ab, was ohnehin eigentlich schon klar war. Der Vorsprung von Biden wächst weiter in den verschiedenen Bundesstaaten, Arizona, Georgia, Wisconsin, Nevada, Pennsylvania und Michigan. Insgesamt liegt Biden jetzt mit 5,4 Millionen Stimmen im Popular Vote vorne, also bei den Gesamtstimmen. Damit hat er jetzt 78 Millionen Stimmen erreicht, hat bisher noch keiner geschafft, liegt aber auch natürlich daran, dass die amerikanische Bevölkerung gewachsen ist. Und jetzt hat auch China Gratulation an Joe Biden übermittelt. Die haben sich ja sehr, sehr lange zurückgehalten. Deutschland, auch UK sogar, Boris Johnson, haben ja relativ zeitnah dann schon Joe Biden gratuliert, aber nicht die Chinesen. Die wollten unbedingt den Eindruck vermeiden, oh, wir haben da Sympathien für die eine oder andere Seite. Man hat das sehr vorsichtig formuliert und hat gesagt, ja, wir respektieren die Entscheidung des amerikanischen Volkes. Und wir sehen, dass hier für Trump die Fälle so langsam davon schwimmen. Jetzt hat die Kanzlei, die eigentlich in Pennsylvania die rechtliche Auseinandersetzung führen sollte in Sachen Voter Fraud, also praktisch die Manipulation der Wahl, die hat jetzt ihr Mandat zurückgegeben, hat gesagt, nein, wir machen das nicht mehr. Scheinbar sieht man da keinerlei Erfolgsperspektive, deswegen hat man das gecancelt. Und wir sehen, dass das durchaus auch in der Stimmung der Bevölkerung jetzt langsam angekommen ist. Wir sehen, dass bei dem heute veröffentlichten Verbrauchervertrauen der Uni Michigan die Demokraten deutlich optimistischer werden. Die waren ziemlich lange ziemlich depressiv und die Republikaner, die ziemlich lange ziemlich euphorisch waren, da ist die Stimmung jetzt plötzlich ziemlich deutlich abgesackt. Ganz ähnlich war das damals 2016, als Trump gewonnen hatte. Da sackte die Stimmung der
Demokraten nach unten und die der Republikaner gingen nach oben. Jetzt sehen wir eben das Gegenteil. Und interessant ist, dass Donald seit sage und schreibe 6 Tagen kein einziges Wort mehr in der Öffentlichkeit gesagt hat. Das hat es noch nie gegeben, seit er US-Präsident ist. Auch die Tweets sind doch relativ spärlich. Hier sieht man diese gelb markierten, sind die von Twitter beanstandeten Tweets, die sozusagen hier wahrscheinlich, Zweifel an der wahrheitsgemäßen Darstellung der Faktenlage haben durch Donald Trump, um es mal so zu formulieren. Jedenfalls, Donald Trump ist erstmal von der Bildfläche verschwunden, tritt nicht mehr auf, keine Pressekonferenz. Irgendwie ist er so ein bisschen abgetaucht und scheint jetzt erstmal zu überlegen, was er machen will. Gestern hatte ich ja gezeigt, dass er jetzt versucht, gegen Fox loszulegen, diesem ihm einst so wohlgesonnenen Sender, der dann es gewagt hat, Arizona den Demokraten zuzusprechen. Und es ist ja immer wieder auch jetzt von den Trump-Anhängern gesagt worden, ja, solange sozusagen offiziell das Ergebnis nicht bestätigt ist, ist Joe Biden nicht Präsident, gar keine Frage. Nur auch 2016 war das ja so. Es dauert ja immer relativ lange, bis dann offiziell staatlich festgestellt wird, wer der Sieger ist, während auch 2016 die Medien schon Donald Trump ausgerufen hatten als neuen Präsidenten. Und so kam es dann ja auch. Also da war das ja genau dasselbe. Deswegen macht dieses Argument aus meiner Sicht nicht allzu viel Sinn. Und wir haben das vielleicht zukunftsträchtigste, was derzeit der Fall ist, nämlich diese digitalen Währungen der Notenbanken. Warum sind die dabei, diese Digitalität anzustreben? Nun, es ermöglicht natürlich dann eine völlig andere Durchgriffsmaßnahme. Nehmen wir mal an, wir haben gar keine echten Papiergeld- oder Münzsituationen mehr bei unseren Währungen, sondern nur noch digitale Einheiten. Dann ist man natürlich stark abhängig von demjenigen, der diese digitalen Einheiten zur Verfügung stellt. Und der könnte zum Beispiel auch sagen, liebe Leute, jedes Jahr, jeden Monat wird das Geld 0,1% weniger wert. Also seid ihr doch gut beraten, das Geld auch auszugeben. Also man könnte uns sozusagen zu Konsum zwingen. Das ist die effektivste Methode. Ich hatte heute ja über Bitcoin gesprochen, dass ich denke, dass das sehr, sehr leicht verboten werden kann. Praktisch die Tür zugemacht werden kann durch die Regierungen, wenn diese Kryptowährungen zu groß, zu mächtig, zu gefährlich werden. Gab es wieder viel Schimpfe. Der Fugmann hat keine Ahnung. Das ist so ein bisschen auch wie bei den Trump-Anhängern. Als ich sagte, ich denke, dass Biden gewinnt. Der Fugmann gar keine Ahnung. Du wirst schon sehen. Wir werden sehen, wer da recht bekommt. Es wäre vielleicht mal gut, jemand auch seine Meinung äußern zu lassen, ohne dann immer gleich zu sagen, du hast ja gar keine Ahnung. Doch, ich habe mich mit Bitcoin und den dahinterstehenden Technologien beschäftigt. Denke aber, dass die Durchgriffsmacht der Herrschenden groß genug ist, die Sache so schwierig zu machen, dass das dann kein echtes Vergnügen mehr sein wird für diejenigen, die mit dem Bitcoin versuchen, einen Wertspeicher zu erhalten. Schauen wir uns abschließend noch an, was es Neues bei Finanzmarktwelt gibt. Da wollte ich Sie darauf hinweisen. Stefan Jäger nämlich hat neu den Börsenjäger für Sie bereitgestellt. Das sind die Trading-Signale, ob long oder short, ob in Richtung bullish oder in Richtung bearish, egal. Hier werden einfach Chancen gesucht und das können Sie sich anschauen. Da können Sie vielleicht das mit Ihrem Trading abgleichen, Ideen bekommen und Sie müssen sich dafür einfach nur registrieren bei Finanzmarktwelt. Völlig kostenfrei, unverbindlich, das tut nicht weh. Und der Stefan Jäger ist auch ein verdammt netter Typ, das sei vielleicht noch so gesagt. Jetzt wünsche ich erstmal ein wunderschönes Wochenende. Ich hoffe, wir sehen uns dann am Montag wieder und sage Ihnen Servus und Ciao.